so eintönig herausgestellt, wie ich es mir gedacht hatte. Die Soldaten verbringen die meiste Zeit mit dem Glücksspiel. Ich schätze, von diesem ausgehöhlten Felsen ist nichts anderes zu erwarten. Er ist bloß noch ein Schatten seines früheren Ruhms. Aber ich bin hier, um für Anna sorgen zu können. Ich hoffe, es geht ihr gut. Normalerweise hört man Bollwerkdämonen zuerst, bevor man sie sieht. Diese langsamen und schwerfälligen Ungetüme bewegen sich auf allen vieren Formen, stampfen dabei mit ihren riesigen Fäusten auf den Boden. Viele Belagerungen wurden von ihren wuchtigen Schlägen durchbrochen und ihrem Zorn sind unzählige Menschen zum Opfer gefallen. Ich bete dafür, dass unsere Welt ihresgleichen nie wieder sehen wird. Seelenreißer sind der Fluch der Lebenden. Es sind Kreaturen, die aus der unendlichen Bosheit entstanden sind, die im Inneren der Hölle brodelt. Sie sind beweglich und flink und halten sich mit ihrer riesigen Zunge an ihrer Beute fest, um sich dann schlagartig heranzuziehen und auf ihr Opfer zu schwingen. Sobald ein Reißer das erst einmal geschafft hat, ist er nicht mehr davon abzuhalten, sich an seinem Opfer zu weiden. Leiten mich.
Kern sammelte die frommsten, ehrgeizigsten und kämpferischsten Zakarom-Gläubigen um sich. Er lehrte sie, die Macht des Lichts zu nutzen, wie es auch die neuen Paladine lernten. Diese Rekruten, diese Kreuzer, gewannen einen Einblick in die Urkräfte der Zakarom, die ihn kein Paladin je erhalten hat. Der Untergang ist besiegelt. Ritter alles gelernt hatten, was sie lernen konnten, entsandte Akan sie in die Welt. Sie sollten einen Weg finden, den Glauben der Zakarom von der Verderbnis zu reinigen, die sein Herz ergriffen hatte. Sie hatten kein klar umrissenes Ziel. Manche Geistliche meinten, dass ihre Mühe vergebens sei und ihr Auftrag nie erfüllt werden könnte. Doch die Kreuzritter ließen sich nicht beirren. Mitten ins Herz!
Admin! Genug Mana. Dank euch ist die Welt Edna. Kochen und Haferschleim servieren ist vielleicht nicht besonders glorreich, aber diese Männer können nicht mit leerem Magen in den Kampf ziehen. Ich glaube, ich bleibe noch etwas. Die Menschen hier brauchen mich. Man weiß ja nie, wann die Kämpfe wieder ausbrechen.